Ja, hi ho und willkommen meine lieben Zuschauer zu einem neuen Projekt von mir. Wie man schon sehen konnte, ein neues Freebirds Spiel. Also nachdem wir To the Moon, A Bird Story und Finding Paradise gespielt haben, kommt jetzt Impostor Factory, das neueste Spiel von Freebirds, von dem ich keine Ahnung habe, was uns erwarten wird, muss ich ehrlich sagen. Da der Entwickler ist, glaube ich, nur eine Person, gesagt hat, dass es nicht direkt was mit der Story von To the Moon und Finding Paradise zu tun haben wird. Und ja, wie wir uns erinnern, A Bird Story war ja nur ein Prolog für Finding Paradise. Wir haben spielen jetzt auf jeden Fall Impostor Factory. Und sind mal ganz gespannt, worum es geht. Also, Start. Dieses Mal auf Deutsch, nicht wie Finding Paradise auf Englisch. Das Ende der Straße. Quincy, wer veranstaltet eine Party an so einem Ort? Warum habe ich diese Einladung überhaupt angenommen? Nun, na dann. Warum habe ich noch gleich die Einladung angenommen? So, wir können gut uns mit WASD oder mit Mausklicks bewegen. Und wenn wir Shift gedrückt halten, dann rennen wir. Gut. Briefkasten. Der rostige Briefkasten ist vollgestopft. Okay, der wurde also schon lange nicht mehr geleert. Und ja, Lupensymbol. Also der Grafikstil, alles hat sich nicht geändert zu den anderen Spielen. Was schon mal gut ist. Weil das hat seinen persönlichen Charme, finde ich, an den ganzen Freebirds-Spielen. Genauso wie die Musik selber. So, gucken wir mal. Hallo? Krähen oder Raben, schon mal kein gutes Zeichen. Das Tor geht auf. Warte, beginnen Horrorgeschichten nicht immer so, oder täusche ich mich? Aber vielleicht auch Liebeskomödien. Okay, wer auch immer unser Hauptcharakter hier ist, der hat komische Filmideen. Nein, meist nur Horrorgeschichten. Okay, das fängt schon mal gut an. Wir gehen einfach wieder. Tschüss. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Wir können einfach wieder gehen? Nein! Wenn wir versuchen wegzurennen, dann wirft uns das Spiel einfach direkt wieder dort aus. Als ob uns irgendjemand eins sagt und dann wieder absetzt. So sieht das irgendwie aus. Okay. Das Spiel sagt, wir dürfen nicht gehen. Okay. Oh, das Tor ist wieder verschlossen. Gut. Ja, Story von Kan Gao. Der hat auch die Stories von den anderen 3 Teilen geschrieben. Dieser Brunnen. Ein Engel mit einem schwarzen Orb. Durch den ganzen Regen läuft er über. Scheint, als wäre er schon länger nicht mehr benutzt worden. Wenn ich es auch recht überlege, scheint dieser ganze Ort ziemlich heruntergekommen zu sein. Leben hier wirklich noch Menschen? Sir Flufox, betreten verboten. Das ist kein Hund gewesen. Es ist leer und feucht. Okay. Also Sir Flufox ist, oder wie spricht man den Namen aus? Flufox, ja. Eine große, verwachsene Überwucherung. Aha. So kann man auch einen Baum bezeichnen. Okay, bewegen wir uns mal ein bisschen mit WASD. Wie gesagt, ich habe von der Story keine Ahnung, im Gegensatz zu To the Moon und Finding Paradise. Überall nur Vögelchen, hauptsächlich Krähen oder Tauben. Also das da oben in dem Baum, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier ist schwarz, wird wahrscheinlich eine Krähe sein oder ein Rabe. Kann man bei der Grafik ja nicht so direkt ausmachen. Hier oben ist ein spinnennetzbehangener Baum und ja, das Anwesen sieht wirklich nicht gerade sehr einladend aus. Und da gehen wir jetzt einfach rein, weil wir dürfen ja nicht mehr weggehen. Ja, Leitung von Kan Gao. Gut. Wer hat bitte eine Uhr vorne in seinem Haus? Akt 1. Akku? Hier lassen Sie mich das für Sie machen. Menschen, tatsächlich. Rika, hallo junger Mann. Hey, ich habe eine Einladung zu der, bin ich hier überhaupt richtig? Natürlich, Sie sind nur der erste Gast, der tatsächlich hier eintrifft. Sie sind nicht zu früh, die anderen Gäste sind einfach nur spät dran. Also sie sieht fast aus, als ob sie heiraten möchte. Hm, liegt wohl am Regen. Oh verdammt, entschuldigen Sie den Schmutz auf dem Boden. Nicht schlimm, bleiben Sie einfach für einen Moment stillstehen. Oh, Hightech-Haus. Huch, wie haben Sie das gemacht? Das war das Selbstreinigungsmodul X-Clean 2000. Ach, und er heißt Emil, okay. Oder eventuell doch das X-Clean 3000? Nein, es war das X-Clean 4000. Super. Fängt gut an. Also wir merken, was für eine Art Spiel wir sind. Die Eigentümer möchten es gerne keimfrei. Wir scheuen keine Kosten, wenn es um Sauberkeit geht. Eigentümer? Also sind sie nicht? Leider nicht, wir sind nur ihre Bediensteten. Ach so, das soll dann ein... Ja, okay, Dienstmädchen. Eine Dienstmädchenuniform sein. Und der hier ist aus dem 18. Jahrhundert irgendwo wahrscheinlich entsprungen. Mit der Halskrause und so. Hausverwalter neben anderen Sachen. Apropos, sie werden oben erwartet. Es wäre zu ihrem Vorteil, wenn sie sie begrüßen würden. Sie mögen pünktlich Menschen. Oh, alles klar. Sie mögen pünktlich Menschen? Okay. Kurz nach 3. Mhm. Also ich bewege mich mal mit WASD lieber. Wow. Noch mehr schwarze Orbs. Das Bad befindet sich zu ihrer Rechten. Wie? Um ihre Hände zu waschen. Keimfrei, erinnern Sie sich? Stimmt. Ein seltsamer Kristall, der von innen zu leuchten scheint. Okay. Machen Sie sich gemütlich, aber würden Sie sich bitte vorher die Hände waschen? Das Bad ist der erste Seiteneingang auf der rechten Seite. Ich will mir aber die Bildchen ansehen. Ein ausgefallenes Gemälde einer Dame mit einem ausgefallenen Hut. Okay. Nur ein Kronleuchter, also so wie ich das sehe, gibt es hier unten schon mal 4 Türen. Ein ausgefallenes Gemälde einer Engelsfigur. Das Bad ist der erste Seiteneingang auf der rechten Seite. Ja, ja, gut. Also hier unten gibt es schon mal 4. Oh, schickes Bad. Blumentopf. Wow, das sieht mir etwas zu viel des Guten aus. Müssen Sie wirklich auf Gold sitzen, um eine Sitzung durchzuführen? Ah, ja, goldene Kloschüssel. Eine goldene Toilette. Bis jetzt spüre ich es noch nicht, aber falls, werde ich die Toilette zerstören. Okay, wahrscheinlich, ja, Diarrhoe. Böse Diarrhoe. Eine Kristallbade. Was? Eine Kristallbadewanne. Aha. Hoffentlich aus Kristallglas und nicht aus echtem Kristall. So, kommt jetzt gleich der Schatten aus dem Spiegel und frisst uns. Nein. Flüssige Seife und wahrscheinlich Seife. Wow, sie haben wirklich alles. Ich kann mir nochmal die Hände waschen. Wie praktisch. Was bist du für einer? Hier gibt es ein paar Knöpfe. Fragezeichen wurde Aktivierung, Ausrufezeichen 1. Hey. Hallo. So, also, was machst du hier so? ReisBot hat 2 Zwecke. Den besten Reis kochen und emotionale Unterstützung. Ein Reiskocher, okay. Den besten Reis kochen. Bist du dir so sicher, den besten Reis zu kochen? Durchdacht. Ich meine, wo willst du denn wissen, dass du den besten Reis kochst? Wer weiß. ReisBot sagt das, aber du bist der Koch. ReisBot ist ReisBot. Du bist nur Quincy, du bist nicht ReisBot. ReisBot kennt Reis, dies ist bekannt. Okay, tschüss. Moment, woher kennt das Ding meinen Namen? Emotionale Unterstützung. Nun, ich denke, ich könnte etwas emotionale Unterstützung gebrauchen. Wie kannst du mir da helfen? Eine differenzierte Frage hängt von vielen Faktoren ab. Was macht dir Sorgen? Nun, ich bin gerade etwas desorientiert, aber in letzter Zeit hatte ich so das Gefühl, die Lösung ist Reis. Möchtest du etwas? Nicht jetzt, danke. Bei mir kein Reis, okay. Es scheint, als könnte ReisBot nichts für dich tun. Winterschlaf eingeleitet, Reisaufwärmmodus. Das war echt speziell. Beschäftigt, Reisaufwärmmodus, keine Rückmeldung. Okay. Ein Vintage-Plattenspieler. Oh. Ein Billardtisch. Und wahrscheinlich geht's da auch wieder nur in den Hauptgang raus. Okay. Also in die Eingangshalle. Was zur... Hey, die Party hat noch nicht angefangen. Die Hauptattraktion ist bis dahin tabu, sorry. Die Hauptattraktion? Ah, die Hauptattraktion. Okay. Sind wir deswegen hier? Die Hauptattraktion. Also ja. Gut, ich kann hier wieder raus. Ich kann die Treppe nach oben nehmen. Ein seltsamer Kristall. Ich kann mit den beiden reden. Ist alles nach ihrem Geschmack. Nun, ich bin gerade erst hier angekommen, aber es ist sicherlich schick. Obwohl, wenn es ihr nichts ausmacht, wenn ich fragen darf, warum ist draußen alles so überwuchert? Ich meine, im Gegensatz zu hier drin ist... Es ist wie Tag und Nacht. Ah, bitte entschuldigen Sie den Anblick. Der unaufhörliche Regen hat meine Bemühungen zunichte gemacht. Aber vielleicht hat der Fuchs wieder das Laub zertrampelt. Ein buchstäblicher Fuchs? Fuchs, wie ein echter Fuchs. Jawohl, Sir, komplett mit Ohren und Bein. Haben Sie Sir Fuchs nicht gesehen? Ich glaube nicht. Sind Sie sicher? Sieht ein bisschen aus wie ein Hund. Spitzohren am Kinn und an der Schwanzspitze weiß. Ja, ich weiß, wie ein Fuchs aussieht. Ich meine, mein Nachname? Warten Sie. War das da draußen seine Einzäunung? Sie war offen. Ich werde noch verrückt mit ihm. Ich sollte wohl besser nach ihm sehen. Ups. So, was ist mit der Sicherheitsmaßnahmen? Sie sollen es doch wissen. Sie haben die Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, richtig? Geheimhaltungsvereinbarung? Genau, diese besagt, begrüßen Sie sie oben einfach. Okay. Was ist hier? Oh, Köche. Jungs, das Ding qualmt. Der Koch in Rot. Gäste kommen. Wir haben keine Zeit der Welt. Wir brauchen mehr Köche. Ich kann vielleicht helfen. Nein. Wir brauchen hier mehr Köche in der Küche. Mhm. Wir brauchen mehr Köche in der Küche, okay. Das Geheimnis einer sauberen Küche ist ein guter Reinigungsplan. Ein guter Reinigungsplan startet mit dem Boden. Eine fließt nach der anderen. Aha. Was habe ich dir über den X-Clean 4000 gesagt? Nur ein Wort. Geduld. Bereutes Mikro. Okay. Der Topf ist der Wahnsinn. Ja, der brodelt und kocht. Ein silberner Samovar. Ist das eine Soßenkanne? Ich weiß nicht, was ein Samovar ist. So hochgestochen bin ich dann auch wieder nicht. Das Geheimnis am besten Gewürzmittel, nun ist es super frischer Knoblauch. Und das Geheimnis am frischen Knoblauch ist, ihn wachsen zu sehen. Okay. Mit den langen Schlangen im Supermarkt spare ich mir momentan Zeit und Frische. Ja, gut. Sie sind immer oben. Machen Sie sich es einfach gemütlich. Will ich die linke oder die rechte Treppe nehmen? Ich nehme mal die Treppe. Okay, sie führen beide dieselbe Richtung. Also in denselben Gang um. Ein ausgefallenes Gemälde einer Dame, deren Augen einem scheinbar immer folgen. Ach so, ja, der Künstlertrick. Es geht hier lang, es geht hier lang. Ein Gemälde eines schrägen Baums am Berghang. Mhm. Die Tür ist verschlossen. Okay, das fängt schon mal gut an mit verschlossenen Türen. Bin ich hier richtig? Ach, ein Feuerchen. Dr. Haynes, nun? Linri, oh sorry, ich war nur eben in Gedanken. Bub? Das ist meiner. Meinen König mit meinem eigenen Bauernfang. Wirklich der einzige Schritt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Die wissen wohl scheinbar nicht, wie Schach geht. Okay, schau, Dr. Yu. Dieses Schachspiel ist echt nett und alles, aber können wir es endlich auf den Punkt bringen? Machst du bei uns mit oder nicht? Hallo? Nun, wie ich sehe, treffen die anderen gerade ein. Hey, nicht einfach verschwinden, nur weil du ausnahmsweise mal verlierst. Ich verliere nicht, ich bin großzügig. Hallo, mein Name ist Quincy. Schön, die gehen. Diese Frau, sie kommt mir so bekannt vor. Hat sie mich etwa eingeladen? Okay, ich darf nicht rausgehen. Kurz nach 3. Feuer heiß. Aua. Können wir nochmal reinlangen? Nein. Kurz nach 3. Okay. Bücher hier, Bücher hier. Ein laufendes Schachspiel. Keine der Uhren scheint sich bewegt zu haben. Okay, wir halten fest. Wir haben schon mal Zeitstillstand. Serverähnliche Ausstattung mit Beleuchtung in der Einstellung. Also Anstellung. Also angeschaltet. Eine Sammlung von Preisen und Auszeichnungen. Ein Laptop mit einem physischen Schloss. Ein Laptop mit einem Vorhängeschloss. Schön. Vielleicht sollte ich sie begrüßen. Ja, sollte ich wahrscheinlich. Alkohol? Eine einladende Flasche Single Malt und 2 Gläser. Ein Glas einschenken und trinken? Nein, erstmal reden wir mit ihr. Hey. Sind Sie einer der Gastgeber? Nein, ich bin ein Gast. Ein Gast, aber... Wie heißen Sie? Quincy. Quincy Reynard. Und Sie? Was ist Ihr Lieblingsgericht? Wie bitte? Ihr Lieblingsgericht, haben Sie eines?